Okay, also Real Talk, ich hab echt Schiss um meinen Brawler hier. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Doch jetzt bin ich zurück. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Jetzt bin ich zurück und zeige, wie man Mantras baut. Guten Morgen wegen Savages. Die Sonne scheint in Berlin die ganze Woche. Harry Potter Musik läuft. Everything is on point. Ich habe gerade meine Channel Art geändert. And wie geht's? Genau, meinem Rap-Channel. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, what are you waiting for? Winning Streak ist jetzt draußen. Streamt es. Das Musikvideo noch nicht, aber kommt in den nächsten Wochen. Pre-Workout, den Rockerbahn, aber die Besten kommen. Der nächste kommt schon Ende des Monats, wirklich ganz kritische Sache. Viel Obst gesnackt und jetzt gibt's noch ein Käffchen und ich trainiere jetzt Oberkörper mit Special Guest Lael und meinem Lebensretter. Fast 8000 Steps auf meiner Treadmill Desk. Hi. Guten Morgen. Na? Na? Ja. Sag guten Morgen zu Marion. Guten Morgen. Knien Sie nieder vor den Rocker-Produkten. Wow. Kann ich dir später eine mitgeben. Aber ja, kommen Sie rein. Kann ich mir Schuhe draußen ausziehen oder? Ja. Kannst du hier ausziehen. Vivo Barefoot. Yes. Ich will immer sagen Vivo Live. Scheiße. Diese Zeiten sind vorbei. Was sagst du euch? Komplett Real Talk mäßig zu meinem Wechsel zu Rocker. Als ob die Kamera aus wäre. Wirklich ehrlich. Also ich finde es wirklich richtig, richtig gut, weil ich glaube einfach, dass Rocker irgendwie einen viel größeren Impact hat. Vor allem so für junge Leute. Und einfach so eine, vor allem im deutschsprachigen Raum jetzt. Und ich glaube, das ist wirklich eine richtig gute Sache. Also ich mag Vivo Live echt gerne, aber ich glaube einfach, weiß nicht, Rocker ist auch einfach nochmal was anderes irgendwie. Und ich glaube, gerade bei den jungen Leuten ist es halt wichtig, so wegzumachen. Verdient. Möchtest du All in One oder No Way? Ich glaube All in One. Dankeschön. Wenn du so gute Worte sprichst, kannst du auch Riegel haben, alles Mögliche. Ja, danke, wirklich. Und ich verstehe, wenn Leute sagen, dass der Ist-Zustand bei Rocker, dass sie sich noch nicht damit identifizieren können. Halt dieses so zu Mainstream, zu knallig, zu vielleicht noch so ein bisschen fake in Anführungszeichen. Mann, deswegen bin ich doch jetzt bei Rocker. Das ändern wir jetzt, dass es eben noch viel, 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 viel geiler wird. Wie gesagt, bis Ende des Jahres wird Rocker komplett vegan, aber der Ist-Zustand ist es halt noch nicht. Aber wir arbeiten auf Hochtouren in allen Bereichen und es wird so, 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 so geil. Und in dieser kurzen Zeit, wo ich schon dabei bin, hat sich schon so viel getan, viel auch hinter den Kulissen, was ihr jetzt nach und nach und nach erfährt. Aber es wird alles so überkrass und geht halt so wirklich in eine Bright Green Future, sonst hätte ich Vivo Life niemals verlassen. Yes! Schön! Dreck gemacht. Ich schenke dir mein Bro-Dino, du. Hier. Freust du dich auf Oberkörpertraining? Ja, mega. Vor allem Bankdrücken und so. Das ist 5 Monate her, dass ich das gemacht habe. Du trainierst jetzt einfach so zu Hause ein bisschen im Garten? Hast du so Ringe und eine Klimmzugstange? Genau, so ein bisschen. Aber Weights hast du keine, oder? Ich habe eine Hantel mit 10 Kilo oder so. Aber es ist halt nicht so prickelnd. Da, was heute auch ankam, ein Spiegel, wo man sich ganz sehen kann. Hallo, das bin ich, Ferdinand. Ich weiß nur noch nicht, wo ich ihn hinstelle. Ich habe ihn hier vor meinen Sternenprojektor gestellt und irgendwie in der Hoffnung, dass irgendwas Krasses passiert, aber irgendwie verstehe ich nicht, irgendwie gehen die Sterne einfach verloren. Aber jetzt ist eh so hell, jetzt sieht man quasi eh keine Sterne. Aber ich muss Philipp mal später fragen, den Ingenieur, was passiert, wo die Sterne hingehen. Oder Leila, kannst du es mir erklären? Nee. Dreh ich mal um. Wo gibt's hier einen Porn? Hier sofort beim Spielplatz. Aber der ist auch, da kann man auch Schlittschuh fahren? Ich denke mal, oder? Was? Kann ich danach mitkommen? Ja. Sagst du, wir haben eigentlich... Ich nicht rein, aber du kannst es versuchen. Ja, aber ich will dich vloggen und dich umschmeißen. Oha. Wie sagst du eigentlich, wir haben Sex als als Postwork und mir? Aber dann halt Schlittschuh fahren. Ist doch auch gut. Ja, geil, Mann. Weil Philipp war letztens Schlittschuhfahren, ich hab's in meiner Story at VGames gepostet, deswegen schau auf meine deutschen Stories auf Insta, wie er einfach Schlittschuhfahren war im Tiergarten. Hat Julia eigentlich auch Schlittschuh? Nee, leider nicht. Hast du ihr dann deine gegeben? Ja, genau. Dann machen wir mal so ein Romantic Date heute. Yes! Okay, ready für Oberkörper? Yes! Du zu spät, komm mal! Oha, ich muss noch Wim Hof atmen. Nee, ich glaube, ich ersetze dich mit Ron. Okay, machen wir. Der will jetzt mal hier eine Kippe rauchen. Und wie die sind für Philipp. Oh, ja, guck mal, gebaut. Geschenke. Die hast du selber gebaut? Geschenke. Oha.
Boah, aber hast du das auch selber so geschliffen? Ja. Echt? Ich hab's ausgeschnitten und dann... So und dann, oder? Dann könntest du bestimmt auch so einen Squat-Rack bauen aus Holz, oder? Wahrscheinlich, aber... Ich kann alles machen. Also, Lael, bitte ziehen Sie ein. Der Beamberg ist noch frei. Ja. Aber was macht man damit? Handstände, Push-Ups. Ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Du kannst so L-Sits, alles Mögliche machen. Sagt man Handstände? Keine Ahnung. Ey, die machen da alle Handstände. Handstands. Die haben keinen Anstand, Handstand. Der Duden schreibt... Handstands. Yes. Stark. Also wie stark er ist, oder? Ja, tot. Hä, was geht? 5 Monate nicht gebencht und der ja. Bencht uns hier weg? Ich auch nicht. Okay, jetzt hör auf, komm. Ja, aber 12. Alter, wie... noch mehr, das war easy. Wie geil ist es wieder zu benchen? Mega geil. Oha. Heftig. Dann bist du so strong. Ich glaube, das war der erste Satz. Ich war schon so abgebaut. Ich glaube, ich werde es niemals schaffen. Ja, aber der erste Satz benchen nach 5 Monaten nicht benchen, ist man doch eigentlich schwach, oder? Eigentlich schon, ne? Nö. So, der Ingenieur ist jetzt hier. Wo sind die Sterne hin? Die Sterne sind in der Paralleluniversum. Die sind hinter dem Spiegel, also im Spiegel drin. Also, steppe ich jetzt durch den Spiegel durch? Ja. Warte mal. Aber hör das nicht für YouTube, mach die Kamera aus. Okay. Ich mach sie aus. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Und stammt's. Yes. So benched. Ein wahrer... Slow-Gassen. Lebensretter. Also Philipp, ich habe Leia schon gefragt. Ein Real Talk, okay. Dass ich zu Rocker gegangen bin. Wie findest du die Entscheidung von Vivo zu Rocker? Ja. Ohne dass du so sagst, weil nice, vor der Kamera irgendwas. Real Talk. Richtig beschissen. Warum hast du es gemacht? Bist du ein Idiot oder was? Konntest du deine Familie im Stich lassen? Er kriegt keinen Rocker-Merch. Er kriegt keinen Rocker-Subs. Wolltest du die Wahl hören? Ja, sag mal ehrlich. Ja, ehrlich, ich find's auch nice, Mann. Du weißt es doch. Eine Firma, die nicht vegan war davor, einfach veganisiert. Und das ist einfach Gold, Mann. 100%. Und das ist ja auch, wir haben ja diese Vision, wo es hingeht, aber der Ist-Zustand ist hier noch nicht so. Mhm. Und deswegen, man muss halt die Vision kennen und fühlen und sehen, wie es sich sehen entwickelt. Und ich freue mich einfach auf die zukünftigen Produkte, die werden richtig, richtig nice, weißt du? Produkte, Kampagnen, Athleten, Mindset, Community, alles zusammen wird so ja. Krass. Sieht geil aus. Willst du haben? Ich hab's zweimal. Kann ich so wie haben? Ja! Irre! Leilke macht gerade das erste Mal in seinem Leben Bend Over Rows. Mhm. Yes. Sieht aber richtig gut aus. Genau, und wichtig ist am Anfang, dass man nicht so durchhängt und dann zieht, sondern Spannung im Latt und dann... Ich weiß noch nicht so richtig. Also ein bisschen spüre ich es, aber... Ja, man muss erstmal den Zielmuskel merken. Ja. Philipp und ich, wo wir so richtig lauchig mit Fit Kudam unterwegs waren. Und wir spüren die Übung gar nicht. Wir waren halt auch so lauchig, dass wir den Zielmuskel quasi gar nicht hatten. Und dann, wenn man ihn einmal trifft, ist die Übung so geil. Und man hat einfach eine super horizontale Pull-Übung, einfach nur mit der Langhantel. Also in Österreich machen wir die immer. So geil. Okay, wir sind durch und jetzt gehen wir Schlittschuh laufen, wie Philipp es predicted hat. Wollt ihr ein Mini Post-Workout? Snack, wollt ihr einen Riegel? Ja, Riegel. Ein Schoko-Rocker-Riegel? Was gibt's denn? Schoko und? Schoko und Apricot. Nicht nur mit Flavor, sondern extra Aprikose drin. Ich finde den Schoko geiler. Ich finde Schoko. Hier. Und das sind halt noch die alten, also was ich auf jeden Fall sagen darf, dass neue rauskommen, sogar 3 Riegel, bis spätestens, ich sag mal Sommer oder so. Und die werden wirklich alles zerfetzen im veganen Riegelmarkt. Yes. Und die, deswegen, das sind noch die Oldschool-Riegel. Ich hatte schon einen Riegel, deswegen gönne ich mir richtig schön einen Apfel. So geil, oder? Berlin, ich wohne direkt hier neben, aber ich habe schon ein bisschen Schiss, weil da ist keiner drauf. Ich auch, um ehrlich zu sein. Und ich habe ganz viele Videos angeschaut, was man machen soll, wenn man reinfällt. Wenn man reinfällt? Ja, wenn man reinfällt ins Wasser. Ja, aber ich will nicht, dass es so weit kommt. Gibt es auch Videos, was man macht, um zu testen, dass man nicht reinfällt? Nee, ich weiß nicht, aber das sieht safe aus. Ich habe vor allem meinen Laptop im Rucksack. Ja, aber Philipp sieht aus wie ein Profi mit seinen Fahrradschlittschuhen, mit seinen Holzdingern. Der weiß genau, was er tut. Also ich chill da mal hier. Ich bin ready. Okay, nice. Alter, wie das Licht reflektiert, ich krieg kaum meine Augen auf. Wer will zuerst? Ey, aber denkst du, man kann ganz rüber gehen auf die andere Seite? Komm. Es ist so schön, es ist so schön. Oh, Lael fängt an? Ja, das ist es. Yes. Okay, warte.
Gleich filmen, okay? Ich filme schon die ganze Zeit. Du filmst die ganze Zeit? Ja, Mann. Nee, mach ein neues Video. The hard work. Yeah. Tada! So sexy. Now it's time to crack ice. Come on. Alles klar, Digga. Okay, also Real Talk, ich hab echt Schiss. Um meinen Brawler hier. Schiss? Bisschen noch. Aber ist schon nice. Schon nice. Dafür lohnt es sich zu sterben. Also diese Russen-Mentality, ich weiß nicht, ob die mir so koscher ist. Schaut, die wiegen Savage meinen Vlog, weil ich habe eine, die ist so professionelle Ice-Skaterin. Ja? Wenn ja, schreib in die Comments, die ist so krass. Ja gut, das ist ganz schön lame, wie wir das machen. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Okay, reicht doch. Jetzt genießen wir das Leben mal im Real Life. Machen wir eh schon die ganze Zeit. Mit euch zusammen halt. Es ist, glaube ich, richtig reingezoomt, oder? Oder? Nö. Joe Rogan Experience immer noch mit Elon Musk. Richtig geil. Nur hier ein Alien Talk. Da bin ich schon wieder in der Zukunft. Aber at the end, what the fuck do I know? I know, dass ich Hefeflocken jetzt schon ins Porridge reingemacht habe. Also schon reingemixt, sonst tue ich sie als Topping oben drauf und finde schon geil. Mal gucken, wie es ist, wenn es richtig verteilt ist. Und jetzt 3 Minuten der Mikrochill. Mal gucken. Ja, Mann. Hefeflocken im Porridge. Richtig geil. Also ist natürlich wie alles Geschmackssache, aber ich liebe es. Alles sieht so, so geil aus. Okay, ich beende hier auch schon den Vlog. Ich genieße meinen Samstag. Danke fürs Einschalten. Bis morgen. Because currently I upload almost every single day. Peace. Eat your chickpeas. Oh.